Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem kleinen Tails Linux Anleitungsfilm. Jetzt soll es um den Bootprozess und um einen kleinen Rundgang in Tails Linux gehen. Sie haben Ihren Rechner neu gestartet, haben den USB-Stick bzw. die CD eingelegt, die Sie zuvor erstellt haben, bzw. den USB-Stick, den Sie zuvor erstellt haben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, können Sie ja nochmal den ersten Film anschauen. Ansonsten geht es jetzt nahtlos weiter. Wenn Sie den Stick als Bootmedium angeklickt haben, also gesagt haben, dass Sie gern über Ihren USB-Stick bzw. Ihre DVD starten möchten, dann kommt Ihnen das hier entgegen. Und Sie machen beim Bootprozess erstmal gar nichts. Der Bootprozess kann eine ganze Weile dauern. Es hängt davon ab, wie schnell Ihr optisches Laufwerk, also Ihr DVD-Laufwerk ist, beziehungsweise eben Ihre USB-Schnittstelle, respektive auch Ihr USB-Stick ist. Ansonsten startet Tails Linux nun als Live-System in Ihrem Arbeitsspeicher. Das heißt also, es werden keine Rückstände auf der Festplatte zurückbleiben. Es sei denn, Ihr Arbeitsspeicher schreibt bzw. lagert sich auf die Festplatte aus. Was Tails Linux aber nicht tut, das wäre nur der Fall, wenn Sie eine virtuelle Maschine benutzen. Sie brauchen sich darüber also keine Gedanken machen. Nun beginnt der erste Startbildschirm von Tails Linux. Hier werden wir gefragt, ob wir mehr Optionen möchten oder nicht. Wir sagen jetzt natürlich erstmal ja. Das können Sie dann später auslassen. Zunächst können Sie ein Administratorpasswort einrichten, was Sie benötigen, wenn Sie administrative Tätigkeiten am System vornehmen möchten. Eine sehr interessante Einrichtung von Tails Linux ist der sogenannte Windows-Tarnmodus. Den können wir hier aktivieren mit Activate Microsoft Windows 8 Camouflage oder was ich Ihnen auch natürlich noch empfehlen muss und möchte, ist die Systemsprache zu ändern auf Deutsch und demzufolge dann auch die Tastatur, denn ansonsten würden Sie wirre Zeichenketten produzieren, wenn Sie mit Ihrer deutschen Tastatur schreiben und das System ein amerikanisches Layout erwartet. Nun können wir hier auch den Tarnmodus aktivieren. Das tue ich jetzt. Das können Sie später lassen oder auch nicht. Das Manipulieren der MAC-Adresse ist ein interessantes Feature von Tails Linux. Die MAC-Adresse hat hier nichts mit einem Computerhersteller zu tun, der in Cupertino sitzt. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Identifikationsnummer für Ihr Netzwerkgerät, also nicht für Ihren Computer, sondern für Ihre Netzwerkkarte. Die wird nach bestimmten Schlüsseln erstellt und ist nahezu einmalig. Darüber können Sie am Ende identifiziert werden, entweder während des aktiven Umgangs im Netzwerk oder eben danach. Wenn Sie direkt am Internet sitzen, beziehungsweise nur durch einen Router zum Internet getrennt sind, dann können Sie diese Funktion durchaus aktivieren. Einzige Einschränkung ist dann, dass die IPv6 wahrscheinlich nicht vernünftig funktionieren wird, ist aber im Moment noch nicht das große Problem. Sollten Sie in einem Firmennetzwerk hängen oder in einem Internetcafé sein, dann sollten Sie diese Funktion besser deaktivieren, denn es kann sein, dass Sie dann keinen Internet- bzw. Netzwerkzugang haben, Sie also isoliert sind vom Netzwerk. Bei den Netzwerkeinstellungen ist nochmal wichtig, ob Sie direkt ins Internet zugreifen können oder nicht. Bei den Netzwerkeinstellungen ist nochmal wichtig zu deklarieren, ob Sie direkt ins Internet gehen oder über einen Proxy gehen oder in einem Land sind, in dem das Internet beschränkt ist, wie zum Beispiel Iran oder das viel zitierte China. Wenn dem so ist, dann sollten Sie hier unten die brückenbasierte Tor-Technologie anwenden. Ansonsten können Sie die direkte Verbindung wählen. Da ich in einer virtuellen Maschine arbeite, werde ich das Brückennetzwerk aktivieren. Nun lädt Tails Linux mein
Windows 8 ähnlichen Desktop. Also er simuliert jetzt einen Windows 8 Desktop. Der Hintergrund dessen ist, dass wenn Sie in der Öffentlichkeit sind, zum Beispiel eben in einem Internetcafé oder in Ihrer Firma, dass falls dort jemand zufällig vorbeigeht, dass es nicht so auffällig ist, dass Sie einen vollkommen anderen Desktop haben als alle anderen. Früher gab es dafür noch einen Windows XP Modus, den gibt es mittlerweile nicht mehr, jetzt ist es eben ein Windows 8 Desktop. Nun sehen wir, dass ein Windows 8 ähnlicher Desktop aufgebaut wird. So ganz Windows 8 ist er natürlich nicht, aber er ist ziemlich genau nachgebaut und für flüchtige Blicke sollte das reichen. Nun öffnet sich auch direkt der Tor-Client. Wenn Sie damit ins Internet wollen, was Sie vermutlich wollen, müssen Sie jetzt den Tor-Browser bzw. das Relay aktivieren. Dazu klicken Sie einfach auf Verbinden, es sei denn, Sie sind eben in einem proxybasierten Netzwerk, also zum Beispiel in einem Firmennetzwerk, dann klicken Sie am besten auf Konfigurieren und beantworten eben die Fragen. Und sollten Sie nicht wissen, was ein Internet Service Provider ist, das ist zum Beispiel die Telekom oder Vodafone oder O2, kann aber zum Beispiel, wenn Sie in Regierungsnetzen sind, auch eben das interne Netzwerk sein. Ich klicke jetzt mal auf Nein. Sollten Sie auf Ja klicken, wird sich danach eine Maske aufrufen, die nochmal ziemlich detailliert erklärt ist, wie Sie damit ins Tor-Netzwerk kommen und somit auch ins Internet. Dazu muss ich dann nicht so viel erklären, beziehungsweise dazu gibt es andere Erklärvideos. Auch hier der Proxy wieder. Wenn Sie unsicher sind, schauen Sie in die Internet-Einstellungen in Ihrem Browser nach. Wenn Sie normalerweise keinen Proxy haben, dann können Sie auf Nein klicken. Wenn ja, dann eben doch. Und nun wird die Verbindung zum Tor-Netzwerk vermittelt. Auch das kann nochmal eine Weile dauern. Das Tor-Netzwerk ist manchmal ein wenig langsam in der Vermittlung und kommt natürlich auch auf die Verbindungsqualität drauf an. Es kann auch sein, dass vielleicht Störmechanismen in Ihrem Netzwerk sind oder irgendwas falsch konfiguriert ist. Dann kann es sein, dass die Verbindung nach einigen Minuten oder die Verbindungsversuche nach einigen Minuten abgebrochen werden. Ich breche das jetzt hier mal ab, weil ich für das Erklären nun kein Internet benötige. Ganz normal hier auf den Start-Button klicken, das ist relativ vertraut für Windows-User. Hier sind so ein paar Programme drauf. Eben die komplette LibreOffice-Suite, da ist hier LibreOffice Writer, das ist sowas wie Word. Dann haben wir hier ein Excel-ähnliches Programm, natürlich ein PDF-Viewer. Und ein Grafikprogramm ist natürlich auch da, das ist GIMP. Wir haben Scan-Programme, hier sind Layout-Programme bei. Layout-Programme brauchen Sie, wenn Sie zum Beispiel Flugblätter erstellen oder eben das Internet. Da ist ein Mail-Client bei, in dem ich dann in einem gesonderten Video noch mal ein bisschen genauer drauf eingehe. Dann haben wir hier Bitcoin-Wallets für diejenigen, die relativ anonym bezahlen wollen. Und so allerlei andere Dinge, den Tor-Browser natürlich. Dann haben wir nochmal einen Internet Explorer, mit dem können Sie natürlich auch ins Internet gehen. Wenn Sie nicht über das Tor-Netzwerk gehen möchten, dabei ist dann natürlich Ihre Tarnidentität mehr oder weniger dahin. Multimedia geht damit auch. Sie können Audiodateien aufnehmen, hier über den Audiorekorder. Sie können Musik abspielen, wir können Videos abspielen. Also im Prinzip alles, was man von einem modernen Linux oder einem modernen Computer erwartet. Die Systemwerkzeuge sind vielleicht für Sie nicht so interessant, aber ab und zu muss man vielleicht mal in die Systemverwaltung gehen, um einen Drucker einzustellen oder eben auch den Computer auszuschalten. Dann gibt es hier so ein bisschen Tails eigene Programme. Das ist eben ein Volume, also eine Harddisk, eine Festplatte, mit der Sie, eine virtuelle Festplatte, mit der Sie Dateien speichern können, dauerhaft.
und dann später zum Beispiel an Texten weiterarbeiten können oder dort Dokumente hinaufladen können oder hinunterladen können, um diese dann später an einem sicheren Ort zu drucken oder auf andere USB-Sticks zu überspielen, um diese dann weiterzugeben. Oder weiß der Teufel, was sie da für Anwendungen haben. Dann gibt es natürlich auch eine Dokumentation, also Dokumentation ist alles. Und ein bisschen was über den Entwickler. Im Zubehör ist nicht ganz so viel, wie man das vielleicht unter Windows kennt, aber ein ganz wichtiges oder ein interessantes Feature ist der KeePass. KeePass kennen Sie vielleicht von Ihrem Smartphone, das ist ein Passwortmanager, dort können Sie alle Ihre Passworte ablegen. Diese sind dann in einer verschlüsselten Datei abgelegt, die eigentlich nicht mit vertretbaren Mitteln entschlüsselbar ist. Dabei sollten Sie allerdings darauf achten, dass Sie ein gutes Kennwort haben, denn das sichere Passwort ist alles. Wie Sie ein sicheres Kennwort erstellen, was Sie sich auch merken können, können Sie auf teleschirm.info/passwort ganz gut nochmal einsehen. Da ist eine ganz interessante Methode dargestellt. Und natürlich gibt es auch ein Terminal, einen Taschenrechner und was es nicht alles braucht. Man kann Bildschirmfotos damit machen, man kann SIPs entpacken und auch packen. Hier kann man eben auf die virtuelle Festplatte zugreifen. Das wäre in dem Fall die virtuelle Festplatte, die ist natürlich vollkommen leer. Sie können aber auch Daten draufschreiben. Die können Sie aus Ihrem Firmennetzwerk herunterladen, die können Sie von einem anderen USB-Stick herunterladen. Wenn Sie Ihr CD-Laufwerk frei haben, also nicht von der CD starten, dann können Sie natürlich auch Daten von CDs darauf schreiben oder eben auch vom Tails Linux direkt auf USB-Sticks oder DVDs respektive CDs schreiben. Dann haben Sie hier natürlich auch noch ein CD-Brennprogramm. Und Sie haben natürlich auch den Pigeon Messenger. Über den Pigeon Messenger können Sie verschlüsselt chatten, also Instant Messages austauschen. Sie können hier ein neues Konto eröffnen. Sie können aber auch bereits bestehende Konten nutzen. Wie Pigeon genau funktioniert, können Sie ebenfalls auf teleschirm.info/OTR erfahren. Beziehungsweise, wenn Sie mit dem Mac unterwegs sind, ist das cryptomac.de/adium. So viel vielleicht zum kleinen Rundgang unter dem Windows-Desktop oder Windows-ähnlichen Desktop. Im Prinzip können Sie mit Tails Linux also alles machen, was Sie mit einem normalen Computer auch machen können, wenn Sie keine großen Anforderungen haben. Also natürlich können Sie keine Videos schneiden damit oder großartige Grafikaufwendungen damit betreiben. Allerdings ist das auch nicht vorgesehen. Vorgesehen ist, dass Sie an Informationen kommen. Vorgesehen ist, dass Sie Informationen erstellen können und dass Sie Daten austauschen können und kommunizieren können, vor allem sicher kommunizieren können. Unter der Oberfläche funktioniert Tails relativ komplex. Wenn Sie mehr über Tails erfahren wollen, können Sie natürlich jederzeit auf teleschirm.info/tails mehr erfahren. Das soll es erstmal zu der Oberfläche von Tails Linux gewesen sein. Und wenn es Sie interessiert, können Sie ja nochmal den Teil mit der verschlüsselten E-Mail, also PGP, unter Tails anschauen. Ich würde mich freuen. Bis dahin und bis bald. Ihr Wilhelm Arendt. Besuchen Sie auch cryptomike.de oder teleschirm.info, um mehr über Tails Linux zu erfahren oder darüber, wie Sie Ihre Daten effizient schützen können.